Und ich hätte hier vielleicht ein bisschen den Gang weiter nach hinten setzen sollen. Kommt leider zu spät, die Einsicht. Egal, habe ich schon Türen in Auftrag gegeben? Nein. 30 neue Walkdoors, bitte. So. Nächster Schritt. Building Workshop Carpenter. Und noch ein Carpenter. Und Boya. Und noch ein Boya. So, das ist für die Holzindustrie. Habe ich noch Tables? Ja, hätte ich noch. Habe ich noch Chairs? Nein. Wie geht's meinem Patienten? Health. Du brauchst immer noch einen. Immobilization Request. Sollte ich dir auch demnächst mal geben. Hoffentlich irgendwie. Aber dazu muss ich erstmal die Traction Bench wieder da oben irgendwo hinpacken. So, kann ich jetzt Container bauen? Ja, kann ich. So, und zwar baue ich jetzt erst einmal genau gegenüber von der Tür Container. Oh, ich kann nur einen bauen. Der andere ist noch nicht fertig. Dafür sieht die Mauer immer weiter aus. Und ich nehme mal an, mein Lever ist fertig. So, noch eins runter. Q. Add new task to bridge. Ja, zur oberen Brücke. Und zwar mit Mechanismen. So, Dankeschön. Und wir haben kein Holz mehr. Üble Wendung. Nicht so übel. Designation, Chop Down Trees. So. Geh mal holzen. Sehr schön, die zweite Brücke wird verbunden. Mein General geht zum Holzfällern. Ich habe hier noch einen Wood hier. Ah ja, der geht auch zum Holzfällen. Gut, Designation habe ich hier übrigens auch noch was zu erledigen. Und zwar N-Remove Construction. Die beiden. Und die beiden. Den da oben. So, die müssen nämlich auch noch weg. Ich bin wenigstens schon mal froh, dass meine Farben hier unten stehen. So. Boyas Workshops habe ich. Könnte dort Bone und Crossbows herstellen, aber ich bevorzuge lieber Wooden Crossbows. Ja. So eigen bin ich mal. Oh, und ich kann den Carpenter demnächst hier abreißen. Ah, ich kann ihn jetzt sogar schon abreißen. Wie sieht's aus mit Cloths? Fehlen nur noch Socken und Bags.
Wie sieht's mit meinen Stocks aus an Cloth? Ist weiter unten Cloth hier. Hat schon gut abgenommen. Und zwar alles. Ja, ich stelle auch schön und gut was her an Zeug. So, sag mir bitte, der ist im Krankenhaus gelandet. Nein, er ist wach geworden. Cool, mein Weapon-Zwerg ist wach geworden. Er kann zwar immer noch nicht richtig stehen und hat eine Infektion, aber hoffentlich lässt die irgendwann mal wieder nach. Ich kann ja mal kurz nach ihm gucken. Weapon, View Creature. War glücklich, hat Essen bekommen, war durstig, hat Wasser erhalten und war in der Lage zu ruhen und sich zu erholen. Sein oberes rechtes Bein ist gebrochen, also hat eine Fraktur. Okay, also von der Infektion steht hier jetzt nichts. Ich hoffe mal, wir kriegen ihn soweit wieder hin dann. So, gehen wir aber erstmal wieder in den Eingangsbereich und entfernen hier die Hospitalzone. Was hast du jetzt hier wieder für ein Problem? Warum schläfst du da? Du bist einfach nur müde, okay. Was sagt die Hospitalzone? Ah ja, wir haben Threadcloth. Powder for Casts. Brauche ich. Naja, okay. Powder for Casts geht ja noch. Bucket Soap, also wenn wir das einstellen, ja, okay. Können wir mal kurz in den Container reingucken. Was da alles drin ist. Ja, ist schon ein bisschen was drin. Okay, ich bin froh, dass mein Weaponswerk jetzt mal wieder auf den Beinen ist, mehr oder weniger. So, Designation N. Ist gut, dass ich gesagt habe, ich entferne die Dinger auf einmal, weil so kann ich mehrere Remove Designation Befehle auf einmal geben. Gut. Da liegen noch ein paar Steine rum. Das macht soweit nichts. Ah, die Fortifications werden jetzt erstellt. Das ist auch gut. Hier ist die Konstruktion nur inaktiv. Nein, hier ist sie suspended. Haben wir irgendwas, was wir mal wieder schlachten könnten? Was bist du geworden? Ah ja, wir können die Kuh schlachten. Klingt zwar immer ein bisschen brutal. Achso, du bist schon ready for butchering. Okay. Gut. Holz wird geschlagen, ist auch gut soweit. Pickel, die hat mal wieder ein Meisterwerk kreiert. Wie sieht's mit Essen, Trinken aus? Wir haben immer noch viel zu viel Seeds. Wobei es sich jetzt langsam in Grenzen hält von den fremden Seeds. Caveweed ist okay. Sweetpots konnten wir noch keine anbauen. Ist zwar schon eingestellt, aber wir hatten noch keinen Frühling.
Ist also soweit okay. Designation, wir entfernen das hier mal. Und gucken mal kurz. Ich glaube, ich setze mal einen Hotkey auf den Speisesaal. Hotkeys waren Groß H. Main Hall. Der F3 Hotkeys. Zoom hier. Und Change Name, das ist der. Ist die Meet Hall. So. F1, F2, F3, gut. Muss mir gerade noch überlegen, wenn man da reinkommen will, muss ich mal Designation machen. So. Könnte man, sage ich mal, von hier oben aus der Ecke heraus reinkommen mit einer Treppe. Ey, und die führt genau hierhin praktisch. Sehr praktisch. Gut. So, gucken wir mal in den Stocks nach Weapons nach. Wir haben Crossbows, 2, 5 Crossbows haben wir bis jetzt. Mach mir nochmal Q, Crossbow, Wooden Crossbow, 10 Stück. Und dann muss ich demnächst mal das Militär richtig einstellen. Zum einen könnte ich hier mal Archery Targets hinbauen. Kann ich die irgendwie größer machen? Nö, ich kann sie einfach nur platzieren. Aus... Ja, Konglomerat Bollocks. Noch ein Konglomerat Block. Noch ein Konglomerat Block. Noch ein Konglomerat Block. So. Vier hier, vier da vielleicht noch. Am besten überall viermal hin und dann machen wir aus dem ganzen Ding hier eine Trainingsarea. Braucht Architektur. Dann sollten wir auch. Ja, wir haben wieder ein Kobold-Dieb. Okay, Kobold ist nicht ganz so heftig. Und auch immer noch die große Eule. Und ich wollte ja. Oh, Frühling. Jahreszeiten wechseln, wir speichern. So, sind noch alle da, hoffe ich mal. Machen die Pause mal weg. Mein deprimierter Zwerg ist auch immer noch da. Ich muss immer mal wieder auf meinen Weapon-Zwerg achten, wie es dem so geht. Der hat nämlich eine Quelle. Der kann nicht stehen. Okay, ist halb so schlimm. Und hat immer noch was Gebrochenes und eine Infektion. Schauen wir mal nach ihm. Ich kann ihm viewen. Health. Ability to stand lost. Hat eine Infektion. Ich kann zu ihm mal hinzoomen und mir sein Inventar ansehen. Da müsste er ja genau eine Quatsch haben.
Das ist auch irgendwie gemein. Ein Zwerg mit einer Krücke in der rechten Hand haut mit der Picke in der linken Hand auf den Stein.